Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wellritz-Straße-Box von Enno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wellritz-Straße von Enno, das Ganze am 26. Oktober erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier an der Seite öffnen, Folie abmachen und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier in gelber Schrift AON Records stehen, darunter Wellritz Str, also Wellritz Straße, darunter dann noch Enno und genau diesen sehen wir hier auf einem Fahrrad sitzen, auf einem Mountainbike, Enno hier abgebildet vor einem Wettlokal, in diesem Fall Tipico. Und hier unten haben wir noch einen FSK 16 Hinweis, der uns Informationen darüber gibt, dass es hier auch noch Filmmaterial, also eine DVD geben wird. Gut gelöst, das Ganze hier als Sticker kann man abnehmen. Ansonsten die Box auch hier in schwarz-gelb gehalten, alles oder nichts lesen wir hier. Dann hier nochmal quer Wellritz Str zu lesen, dann Enno. Und ja, nochmal Enno. Und auf der Rückseite auch nochmal das Album, Titel plus Interpret plus Label, Credits und Barcode. Also, großteils in Schwarz und Gelb. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier als erstes einmal ein Textil, und zwar in diesem Fall ein Kaftan. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die 183 Bonus EP. Das Album Wellritzstraße. Dann haben wir die DVD Willkommen in der Wellritzstraße. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Jede Menge Sticker, also diesen hier dreimal. Und dann haben wir auch hier nochmal dreimal 10 Jahre AON. Und das hier ist dann wohl auch noch ein Sticker, ebenfalls dreimal. Also insgesamt 9 Sticker. Ein Schlüsselanhänger und ein Poster. Die Box von innen komplett in Gelb gehalten, so ein Orange-Gelb. Machen wir mal zu und zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, holen wir diese mal aus der Verpackung, aus der Folie raus. Und zwar haben wir einmal einen Schlüsselanhänger. Einmal, dann haben wir das Album an sich, so, und dann haben wir als letztes Teil in der Folie, als letztes eingeschweißtes Teil noch das Kleidungsstück. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also auch hier wieder in diesem schrägen Stil gehalten, AON Records hier zu erkennen. Wellritzstraße Enno. Und genau dieser sieht uns hier an, rechts im Eck in schwarz-weiß gehalten. Wellritzstraße in pink. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case und auch hier dieser Balken an der Seite in pink gehalten. So sieht das aus. Enno Wellritzstraße auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Sami, Khatar, Rashid, Musa, Azad und Sam. Dann haben wir noch die Credits und ebenfalls einen Barcode. Dann kommen wir gleich mal zum Booklet. Und zwar haben wir hier dieses ebenfalls in pink, schwarz und weiß. Die ersten 5 Tracks inklusive der Info, wer das produziert hat. Dann hier 2 Fotos von Enno. Weitere Fotos, weitere Tracks. Jawohl. Dann haben wir hier auch wieder Wellritzstraße. Vielleicht ganz kurz was zum Titel. Beziehungsweise hier sehen wir es dann auch nochmal im Original. Die Wellritzstraße, also der Albumtitel,
kommt, die existiert wirklich, die Wellritzstraße, die befindet sich in Wiesbaden und das ist die Gegend, die Straße, in der Enno aufgewachsen ist. Daher hat er den Albumtitel seiner Heimat gewidmet. Dann haben wir noch die Credits zum Album, so sieht das aus. Die Social Media Auftritte von Enno bzw. Alles oder Nix. Okay. Gut. Dann haben wir die CD in Schwarz-Weiß und Pink gehalten. Enno Wellritzstraße. Und auch hier nochmal Alles oder Nix Records zu lesen in Pink und Weiß. Dann haben wir zu diesem Album die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle in einem Digisleeve, hier mit etwas abgewandeltem Cover, auch hier in Schwarz-Weiß gehalten. Hier haben wir 14 Tracks mit dabei, also jeder Track des Albums hier als Instrumental mit drauf. So sieht das aus. Und die CD in Pink und Weiß. Schön gemacht. Dann haben wir ein weiteres Digisleeve, und zwar haben wir die Bonus-EP, die 183 Bonus-EP. Und hier haben wir dann insgesamt 4 Tracks, die sind alle auf dem Album schon drauf, allerdings sind die hier in Remix-Versionen. Also, wir haben hier die 4 Tracks, die sich auf dem Album befinden, in abgewandelter Form, entsprechend als Remix-Versionen. So sieht dann die Bonus-EP aus. Jawohl. Und dann haben wir eine dritte Hülle, ein drittes Digisleeve, eine dritte Papphülle. Und zwar sind das ist das die DVD Willkommen in der Wellritzstraße. Hier haben wir auch nochmal den 16er, allerdings hier aufgedruckt, nicht mit Sticker gelöst. Und dann haben wir hier noch die Infos, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer da gezeigt wird in dieser Doku. 25 Minuten dauert das Ganze. Und das ist halt echt so eine Doku über die Gegend, aus der Enno stammt. Willkommen in der Wellritzstraße. Gut, eine Autogrammkarte ist auch mit dabei, diese natürlich ebenfalls in diesem pinken Stil gehalten. Wir haben hier so einen pinken Rahmen und hier oben links hat dann Enno mit schwarzem Stift unterschrieben. Das Foto in diesem Fall nicht wie gewohnt schwarz-weiß, sondern hier wirklich mal in Farbe, Rückseite blank-weiß, das Ganze im Hochformat. Dann haben wir mit dabei einen Schlüsselanhänger. Und hier haben wir Enno in diesem Outfit, das wir aus dem Videoclip von Mercedes kennen. Also mit diesem Bananenpullover. So sieht das aus. Ganz klar hier mit dem weißen bzw. dem grauen Fleck hier auf der Augenbraue. Das ist eindeutig Enno. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch hier mal Enno plus Alles oder Nix Records aufgedruckt. So sieht das aus. Darunter lesen wir noch 2018. Also der ist aus Gummi, aus Kunststoff. Kann man entsprechend an seinen Schlüssel anhängen und dann hier Enno durch die Gegend tragen. Sticker haben wir 9 Stück mit dabei, und zwar haben wir 3 verschiedene Sticker, die dann jeweils dreifach vorhanden. Wir haben hier einmal diesen Sticker hier, Enno 183 2018 Wellritzstraße, hier Enno am Shisha rauchen, so sieht das aus, quadratisch. Dann haben wir einen runden Sticker, einen kreisförmigen Sticker, 10 Jahre AON Records Established 2008, dieser in schwarz und weiß gehalten. Und dann haben wir noch einen dritten Sticker, das ist der größte, dieser im Querformat und hier in schwarz-weiß und pink wieder Enno plus Wellritzstraße hier zu lesen. So sieht das aus, Querformat, rechteckig. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Jawohl, so sieht das aus. Also hier nochmal das Cover des Albums. Das kennen wir ja bereits, allerdings hier nicht quadratisch, sondern im Hochformat. Und hier oben dann auch noch die Credits. Also wir haben hier Universal, Chapter 1 und Alles oder Nix. Habe ich ehrlich gesagt auch selten gesehen, dass man hier wirklich auf einem Poster die kompletten Credits, Copyright etc. hier mit aufdruckt, links oben, interessant. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein weiteres Motiv, und zwar haben wir das hier dann im Querformat, so sieht das aus, vor dieser weißen Wand,
Enno in Farbe und rechteckig, also im Querformat. So sieht das aus. Doppelseitig bedrucktes Poster, je nachdem, wie ihr das dann wollt, in Schwarz-Weiß bzw. in Farbe und auch im Hochformat oder im Querformat. Das ist natürlich eure Entscheidung. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt, wie so oft, einen Textilboxinhalt. Hier haben wir noch Papier. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Kaftan. Das ist so ein traditionelles Gewand. Und zwar ist das Ganze in Schwarz gehalten und dann hier mit so einer goldgelben Verzierung. Und zwar wurde hier ein Ornament hier aufgestickt. Und dann haben wir hier noch so eine Brusttasche. Hier kann man diverse Sachen reinmachen. Das Ganze hier mit Klettverschluss zu schließen. Hier oben dann die Knopfleiste, auch hier wieder mit einem Zierrahmen versehen. Und wir haben hier dreimal das Logo von Massari. Also hier dieses verschlungene M, das Logo von Massari, das ist ja die Modemarke, das Modelabel von Xatar, vom Alles oder Nichts Chef. Und wir haben hier auch nochmal das Etikett von Massari 183 One Size, lesen wir hier. Also das Ganze hier wirklich in einer Größe produziert. Made in Turkey, Grüße gehen raus und 50% Cotton, also 50% Baumwolle und 50% Polyester. Grüße gehen raus. Wir schauen das Ganze nochmal kurz in der Rückenansicht an, denn hier gibt es auch noch was zu sehen. Und zwar haben wir hier im Rückenbereich dann auch nochmal groß das Masari-Logo mit 183 darunter. Ansonsten das Ganze wirklich glatt schwarz. Ich zeige euch das nochmal kurz. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diesen schwarzen Kaftan, hier oben mit der Knopfleiste, das Ganze mit diesen goldenen M's von Massari verziert, links und rechts dann ebenfalls. Und dann haben wir hier diese Brust, diese Bauchtasche mit dem Klettverschluss, diese ebenfalls komplett in diesen Massari-Ornamenten mit Gold bestickt. Ansonsten hier alles glatt schwarz. Das Ding ist echt fast bodenlang, also geht ungefähr so bis zu den Knöcheln, bis zu den Schienbeinen, je nachdem, wie groß ihr seid. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist schon sehr speziell und ich bin jetzt kein großer Fan davon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das Ganze eher nicht tragen, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Kaftan. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann dieser Sticker hier, dreimal vorhanden im Querformat. Dann dieser AON-Sticker, dreimal. Und ebenfalls dreimal dieser Enno-Sticker quadratisch. Ein Schlüsselanhänger ist mit dabei, ebenso wie eine unterschriebene Autogrammkarte. Die DVD Willkommen in der Weltrichstraße mit circa 25 Minuten Spielzeit. Die Bonus-EP mit insgesamt vier Tracks, vier Remix-Tracks des Albums, die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, Wellritzstraße im Standard-Jewel-Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Wellritzstraße von Enno. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Enno unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.